Hier habe ich jetzt direkt zwei Köpfe in Timo Achenbach. Timo, wir haben es geschafft. Du bist jetzt hier beim KSC endlich aufgestiegen. Deine Worte nach Abpfiff, nach dem, was du hier siehst. Ja, die Jungs, wenn man die hier feiern sieht, dann weiß man, was man hier 12 Monate lang gemacht hat oder auch jetzt für mich auch schon 24 Monate. Es hat sich ich hoffe, wir konnten den Fans ein bisschen was zurückgeben. Und heute Abend wollen wir natürlich gemeinsam feiern. Ja, und jetzt noch hier, wir sind gerade live, Radio Blau-Rot. Zu Hause sind, nicht wissen, was sie nachher tun sollen. So, da ist jemand dazwischen gegangen und hat den Martin übergossen. Und dann zu Grotenburg. Alles klar, danke, bis später. Deutlich interessanter ist. So, der Martin hat sich den Charles Tucky geholt. Ich glaube, hier sind wir vor der Bierdusche sicher, weil wie du gerade siehst, der Herr Achenbach und ich haben eben gerade ein bisschen geduscht. Ja, war ja auch ein heißes Spiel, aber das Ganze noch 4-0 ausgegangen ist, richtig geil. Also was geht es in dir vor? Der nächste Aufstieg für den KFC, vierte Liga. Ja, du bist dabei. Ich freue mich riesig. Vor allem war das ein ganz besonderer Aufstieg jetzt für mich auch. Das ist jetzt mein dritter. Ne, aber ich habe noch keine Saison gehabt, wo ich eigentlich zum ersten Spieltag direkt verletzt war und dann erst am Schluss erst dann so ins Fußball. So, und hier auch der Hinweis und, an das macht das Ganze auch besonders, weil wir haben wirklich eine gute Truppe zusammen gehabt dieses Jahr und ich glaube, das hat uns auch ausgezeichnet und also findet euch so muss das weitergehen. Ja, auf jeden Fall, also ich muss auch immer so ein bisschen die Worte finden, endlich haben wir es wieder geschafft nach dem letzten Jahr jetzt hier. Wirklich, man hat wirklich das Gefühl, hier ist eine Mannschaft zusammengewachsen, es sind alles, ich würde schon fast sagen, es sind Freundschaften entstanden, es ist wirklich eine Familie. Beziehung. Ja, deine weiteren Pläne mit dem KFC? Ja, erstmal müssen wir gucken, dass wir uns nächstes Jahr in der Regionalliga etablieren, ne, dass wir eine gute Saison spielen. Ich denke, dass wir die Truppe auch dafür haben und dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht insgesamt. Aber ich glaube, man sieht, dass beim KFC dass eine Entwicklung hier angeschoben worden ist und ich denke, wir sind auch dankbar für alles, was hier dann auch dementsprechend passiert. Ja, und wir sehen uns und die Fans nachher in der Kuppelmanne einen drauf. Sehr gerne, auf jeden Fall. Später. Jemanden. Ja, er hat endlich uns mal maßgeblich mit zu diesem Erfolg geschossen, möchte ich mal sagen. Herzlich Aufsteiger in die Regionalliga. Danny, wir haben es geschafft. Sehr was geil. Geht geil. Unbeschreiblich. Also was hier heute abgegangen ist nach dem ersten Tor, ist der Wahnsinn. Ich bin immer noch sprachlos. Ich wollte immer mal aufsteigen, immer mal Meister werden, dass ich das mit Uerdingen werden kann. Umso geiler, jetzt wird gleich erstmal gefeiert. Ne? Ja, aber hallo, ne? Also alle nachher bitte in die Grotenburg kommen, 19 Uhr sind wir. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall da. Ja, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Christian, sag mal was. Ja, du hast ja auch schon mal am meisten dazu beigetragen, dass wir aufsteigen mit deinen 18 Toren, glaube ich, die du gemacht hast. Super, hat nicht ganz geklappt, hier die Krone abzuholen. Das macht ja wahrscheinlich nicht viel aus. Ja. Super, du siehst auch wirklich glücklich aus. Wie läuft's nächstes Jahr? Du arbeitest nebenbei noch. Genau, ich arbeite nebenbei. Ja, ist das mit dem Verein geklärt. So, von daher gibt's da keine Probleme. Und dann hoffe ich, dass ich genauso angreifen kann wie jetzt. Super, du bleibst bei uns und haust genauso rein und machst auch nächstes Jahr 18 Tore. Na klar. Super. Ich glaube, gerade hier aufzusteigen ist für dich auch noch was Besonderes. Ja, ist natürlich was ganz Besonderes heute hier in Hietzel, wo ich 3,5 Jahre gespielt habe. Ja. Viele Freunde hier noch. Klar, umso schöner. Aber die freuen sich auch für mich. Prima. Freuen wir uns alle zusammen. Ich wiederhole mich gern. Kommt in die Burg, verdammte Axt. Genau. Trinken wir noch ein Bierchen alle zusammen gleich. Viel Spaß. André Pavlak sehe ich gerade noch nicht. Ja, deshalb werde ich mir erstmal einen offiziellen schnappen, nämlich den Nico Weinert. Er kommt hier angetanzt. Er freut sich ohne Ende. Nico, wir sind aufgestiegen. Lass sacken, wir sind aufgestiegen, Mann. Sehr schön. Deine Worte zu der Mannschaft. So, sag ich mal, 3 Spieltage vor Schluss haben wir das Ding. Ja, grandios. Also wirklich Top-Leistung heute, Top-Leistung in der gesamten Saison. Absolute mannschaftliche Geschlossenheit im Verein. Was will man mehr als Club? Und so soll es weitergehen. Ja, und dann auch mit 4-0. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich so gedacht 1-2-0. Aber man hat ja richtig nochmal gemerkt, ey, die hatten heute Bock ohne Ende. Aber das merkt man ja schon das ganze Jahr. Da ist man heiß auf das nächste Jahr, ne? Ja, wir waren in der gesamten Saison immer relativ zurückhaltend in allen Dingen. Aber diese Woche, die haben wir halt schon mal vorzüglich vorbereitet. Und schön, dass es geklappt hat. Und jetzt geht's in die Grotenburg und da geht's richtig los. Ja, und was ich sagen muss, Trainer André Pavlak, den wir gleich hoffentlich dann auch noch vors Mikro kriegen, was dem Verein auch vor allem im letzten Jahr gefehlt hat, das war auch so ein bisschen Demut. Das hat der Trainer von Anfang an gesagt, immer flach gestapelt, tief gestapelt. Das hat auf jeden Fall dieses Jahr super geklappt, ja. Und unser Vorstand ist also auch noch komplett dann in der Grotenburg. Kommt ja auch noch alle, ne? Erst das Kreuzchen schön machen, weil heute wird er gewählt. Dann der Mutter noch einen Schmatzer auf die Wange drücken.
Ja, und dann sehen Nico Beinhardt, die ganzen KFC-Spieler. Wir sehen uns dann in der Burg. Ich freue mich. Bis später. Bis später. Und der Herr Pawlak braucht gar nicht wegzurennen. Wir haben eigentlich ein Vorrecht, aber ich glaube, da jetzt nicht. Wir können alle mitkommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Aufstieg. Wir haben es endlich zwei Tage vor Schluss. Ein Wort zu dieser Mannschaft in dieser Saison. Überragend. Ja, kurz und knapp. Du hast gerade ein Wort, hast du gesagt. Überragend. So, dann frage ich dich jetzt nach den Details. Ja, die Mannschaft hat einfach charakterlich eine unheimlich hohe Qualität entwickelt im Laufe der Saison. Das hat sich gerade den Kollegen auch schon gesagt. Eine Mannschaft entwickelt sich innerhalb der Kabine und auf dem Platz und nicht von außen durch vorgegebene Dinge. Und wenn so ein Prozess stattfindet und du Charaktere in der Mannschaft hast, die das mitentwickeln und mitleben, dann geht sowas und dann kommt sowas dabei raus, was wir hatten. Wir hatten einige Rekorde dieses Jahr, glaube ich, das 8:0 gegen Kronberg oder auch, wenn man hört, 38 Jahre es nicht mehr geschafft, eine ganze Serie ohne Niederlage zu Hause zu sein. Da macht mich das unheimlich stolz und ich habe ganz viel Freude an dieser Mannschaft. Okay, was glaube ich noch ein Rekord ist, der aber ein bisschen negativer ist, ist, sage ich mal, die Herausforderung mit den Verletzungen, mit den Sperren etc. Wie viel ist da wirklich Mannschaftsanteil, dass sie sich gegenseitig gepusht haben, das alles zu kompensieren, wo dann jeder wirklich weiß, jeder ist auf jeder Position wichtig und kann für den anderen da einspringen? Erst einmal muss man ja dem Verein danken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diesen Kader zusammenzustellen. Oder wir haben insgesamt 15 Neuzugänge einbauen müssen. Und wie wollen wir es kompensieren? Ich meine, diese ganzen roten Karten, da war natürlich, muss man nicht drüber reden, waren wie ein Kropf eigentlich in der ganzen Saison. Das hat uns unnötig geschwächt zwischendurch, unnötig Spieler weggenommen. Meine Verletzungen kannst du nichts machen. Ich bin erstmal im Prinzip glücklich, in Anführungsstrichen, dass wir nicht so viele muskuläre Verletzungen hatten, sondern das waren alles Dinge, die durch Foulspiele passiert sind. Da kannst du nicht so viel dran machen. Das passiert. Wenn wir es muskulär hätten die ganze Zeit, dann würde ich mir über das Training Gedanken machen. So muss man sagen, Pech, aber wir hatten in der Breite einen richtig guten Kader. Und das haben wir vor der Saison auch so geplant, auf jeder Position zwei Spieler zu haben. Und jetzt hat man gesehen, was das wert ist. Ja, auf jeden Fall. Wir können auch, glaube ich, sagen, das, was in den letzten Jahren so beim KFC ein bisschen gefehlt hat, das haben wir genau in dieser Saison gesehen. Deshalb hoffe ich auch, in der nächsten Saison drehen wir den Schnitt nochmal ordentlich nach oben. Ja, und wir machen uns gleich auf in die Grotenburg. Und ich denke mal, da kriegst du einen auf den Krefelder. Ja, das brauche ich heute nicht. Das brauchst du heute nicht. Ja, heute bleibe ich bei Bier. Alles klar, dann machen wir uns langsam fertig und gehen dann auf Richtung Grotenburg. Bis gleich. Danke. Bis gleich. Ciao.